Vielen Dank für die Einführung, vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen heute Morgen bei grauer Perspektive, aber mit dem Ausblick etwas Sonne zu kriegen. Das will ich heute in meinem Vortrag auch so ein bisschen angehen, die Wolken aufzeigen, die da am Wirtschaftshorizont vielleicht irgendwo entstehen, aber auch zu zeigen, da gibt es Lücken in dieser Wolkendecke und diese Lücken in dieser Wolkendecke sollten wir nutzen. Innovative Unternehmen als Voraussetzung einer zukunftsfähigen deutschen Wirtschaft. Ich habe mir erlaubt, mal ein bisschen über dieses Thema nachzudenken und dabei möchte ich mit Ihnen heute drei Themen angehen. Zum einen die Frage, welche Bausteine einer zukunftsfähigen Wirtschaft sind denn notwendig, sind denn wichtig aus Unternehmenssicht? Und dann zu fragen, wenn wir diese Bausteine betrachten, gibt es einen Wettbewerbsverlust in Deutschland oder ist er nur gefühlt, ist er herbeigeredet oder ist er tatsächlich da? Um dann Ihnen ein bisschen vorzustellen, was wir im Auftrag der Europäischen Kommission entwickelt haben für das Bewerten innovativer Unternehmen und die Ergebnisse dieser Bewertung. Die Bausteine einer zukunftsfähigen Wirtschaft aus Unternehmenssicht, haben Sie keine Angst, ich werde nicht die ganze Volkswirtschaft hier durchdeklinieren, sondern an ausgewählten Themen, die wir glauben, die für Unternehmen wichtig sind, aufzeigen, wo stehen wir hier. Unternehmen sind getrieben von Unternehmertum. Und die Frage ist, wie sieht Unternehmertum heute in Deutschland aus im Vergleich zu den anderen großen Industrienationen, im Vergleich zum asiatischen Wettbewerb? Aber auch die Frage, haben wir die Fachkräfte? Und Fachkräftemangel wird ja gerne zitiert als Problem in Deutschland, wobei man schon ein bisschen genauer hingucken muss, über welchen Fachkräftemangel sprechen wir. Aber wir haben auch ganz viele Weltmarktführer in Deutschland. Immer noch Weltmarktführer, die wichtig sind für die Industrie, für den Standort Deutschland. Aber diese Weltmarktführer haben auch ihre Herausforderungen, nämlich die Herausforderung in sogenannten innovativen Innovationsökosystemen erfolgreich zu agieren. Und das Ganze kann nur funktionieren, wenn die Gesellschaft auch ein Wertesystem hat, das wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit unterstützt und nicht nur zulässt. Vor ein paar Wochen gab es eine Veranstaltung, die nannte sich Unconvention in Brüssel. Da wurden eine ganze Menge junger Leute eingeladen und gefragt, wie sie denn zum Unternehmertum stehen und was sie hindert, selbst ein Unternehmen zu gründen. Wichtig und als wichtigste Barriere wurde Risiko genannt. Für die Unternehmensgründung das Risiko. Und wenn Sie sich in Deutschland ansehen, was passiert mit einem Unternehmer, der ein Unternehmen gegründet hat und keinen Erfolg hatte, der in die Insolvenz gehen musste. Es ist einmal die gesellschaftliche Stigmatisierung, der hat es ja nicht gebracht. Es ist zum einen die finanzielle Problematik, dass er keine Kredite bei der Bank mehr bekommt, dass er kein Auto sich mehr finanzieren kann. Und das überlegt man sich, ob man in dieses Risiko gehen möchte. Es gibt aber auch keine Start-up-Kultur im Sinne, dass jemand sagt, mein Beruf ist Unternehmen zu gründen. Das gibt es in den USA sehr ausgeprägt, dass jemand sagt, ich habe eine Idee, und ich gründe ein Unternehmen, wenn das Unternehmen erfolgreich ist, ziehe ich mich zurück
Und ich habe noch so viele andere Ideen, wo ich weitere Unternehmen gründen möchte. Dementsprechend ist dann natürlich der Serial Entrepreneur ein Begriff in den USA, und bei uns gibt es das kaum. Wird auch nicht in der Gesellschaft als jemand präsentiert, der gesellschaftlichen Nutzen bringt und Nutzen stiftet. Wir haben aber auch das Problem, Zugang zur Finanzierung zu haben. In Deutschland und in Europa ist Venture Capital deutlich teurer als in den USA. Das liegt nicht daran, dass die Venture Capitalists mehr Geld verlangen, sondern die administrativen Bürden sind deutlich höher in Europa als in den Vereinigten Staaten. Und diese administrativen Bürden, Auflagen vom Regulierer, werden dann natürlich auch weitergegeben an die Unternehmen, die die Finanzierung fordern. Wir sehen aber auch, dass die Tatsache, dass in vielen Ländern und insbesondere in Deutschland es durchaus attraktiv ist, in ein abhängiges Angestelltenverhältnis einzutreten, aufgrund der Sicherheit. Und ich will nicht nur sagen aufgrund der Sicherheit, wenn ich hier die jüngeren Kollegen angucke, sondern auch aufgrund der Möglichkeit zu lernen. In der Unternehmensberatung ist es durchaus üblich, 2 bis 3 bis 4 Jahre tätig zu sein, weil man dort sehr viel lernt, um dann in einen anderen Karrierepfad einzutreten. Es gibt aber auch die sozialen Barrieren aus Grund der Herkunft, des Zugangs zu Bildung oder andere externe Faktoren der Unsicherheit, die jemand hindern, hier überhaupt drüber nachzudenken, ein Unternehmen zu gründen. Und man kann sich vorstellen, dass das Sicherheitsbedürfnis in unsicheren Zeiten deutlich höher ist als in Zeiten, wo sehr klar Perspektiven aufgezeigt werden können, wo kann ich in 5 Jahren stehen. Ich hatte als zweiten Punkt das Thema Fachkräftemangel genannt. Es sind fast 200.000 Fachkräfte, die in mathematisch-naturwissenschaftlichen Berufen fehlen. Das mag man jetzt als Drama hinstellen, kann sagen, der Bildungssektor hat völlig am Bedarf vorbei ausgebildet. Das ist immer einfach, Schuldzuweisungen zu machen. Und es gibt schon eine ganze Reihe von Initiativen, einmal auf europäischer Ebene, mehr Mobilität, mehr Qualifikation, vielleicht jetzt weniger in Deutschland als in anderen Ländern, und mehr Förderung der technischen Qualifikation und weniger Banker. Als ich den Vortrag gemacht habe, war mir noch nicht klar, dass es gerade heute durch die Presse geht, das Thema die Unverschämtheit, sogenannte Unverschämtheit einiger Banker in Irland. Das möchte ich also nicht jetzt hier noch verstärken. Auch in Deutschland, wissen Sie, gibt es eine ganze Reihe von Initiativen auf nationaler Ebene, den Ausbildungspakt, die berufliche Bildung und Informationsoffensive bis hin zu dem Thema der Integration von Migranten und der Rückgewinnung von Spitzenkräften aus dem Ausland. Das ist die politische Seite. Wir haben aber auch die Seite der Unternehmen, die selber Initiative ergreifen, um in den ausländischen Standorten, in denen sie tätig sind, dann auch die Qualifikationsstandards Deutschlands einzuführen. Wir wissen, dass das duale Bildungssystem von den großen Unternehmen exportiert wird, weil sie sagen, auf die Weise kriegen wir die Fachkräfte und die Qualifikation, die wir brauchen. Wir haben aber auch Kooperationen, ein Beispiel, das German-Vietnamese Technology Academy, wo Unternehmen mit vietnamesischen Partnern eine Akademie entwickelt haben, die deutschen Standards entspricht. Wir selbst werden gefragt, können Sie uns Wissenstransfer ermöglichen im Bereich Innovationsmanagement?
Ich selber mache Trainings in Ägypten, in Marokko, in Tunesien, aber auch in Osteuropa zum Thema Innovationsmanagement. Ausbildung von qualifizierten Fachkräften vor Ort, die dann dieses Wissen wieder in die Unternehmen weitergeben. Ein anderes Beispiel ist, was wir jetzt in Deutschland machen, eine stärkere praxisorientierte akademische Ausbildung. Wir haben ein Programm entwickelt, das nennt sich Improve for Students. Diejenigen, die noch Studenten sind, ich sage dazu später noch ein bisschen mehr. Wir wissen auch, wenn wir jetzt auf die Marktführer, auf innovative Unternehmen gehen, aufgrund der Datenbank, die wir haben, über 3500 KMUs, dass sie unterschiedlich ambitioniert sind, was Innovation angeht. Unterschiedlich ambitioniert im Sinne von, wir sind mal lieber ein bisschen vorsichtig und nutzen das, was wir haben und versuchen das erfolgreich zu vermarkten. Dann gibt es eine Gruppe von Unternehmen, die sagen, wir müssen ein bisschen mehr in Richtung, was können wir Neues bieten, denken. Und dann gibt es Unternehmen, die sagen, wir wollen mit radikalen Innovationen den Markt dominieren. Und Sie sehen hier, dass in den Ländern mit hoher, vergleichsweise höherer Arbeitslosigkeit der Anteil der Unternehmen größer ist, die auf radikale Innovationen setzen. Das heißt also, Not macht erfinderisch, wenn Sie so wollen. Wohingegen die Länder mit geringerer Arbeitslosigkeit, der Anteil geringer ist, dafür aber auch der Anteil der Unternehmen, die sagen, wir wollen jetzt erstmal versuchen, das, was wir schon haben, am Markt zu platzieren. Jetzt werden Sie sagen, ja, und wie stehen die deutschen Unternehmen im Vergleich zum Ausland da? Da sieht es ein bisschen anders aus. Deutschland gehört ja zu den Ländern, die vergleichsweise wenig Arbeitslosigkeit haben. Das heißt, da ist der Anteil der Unternehmen, die wirklich radikale Innovationen angehen, die Risiko eingehen, nur mit 10%. Und die Unternehmen, die relativ wenig auf Innovation setzen, derzeit in Deutschland bei fast 40%. Im Ausland, über alle Unternehmen hinweg, ist der Vergleich derer, die wenig Ambitionen haben, ähnlich wie in Deutschland, aber der Anteil derer, die auf radikale Innovationen setzen, entsprechend höher. Die Frage ist, was heißt das, was bedeutet das für die Zukunft? Das kann schon mal bedeuten, dass das ein oder andere KMU im internationalen Wettbewerb und als Exportnation sind auch kleine und mittlere Unternehmen im internationalen Wettbewerb dann von ausländischen Wettbewerbern überholt werden. Es muss aber nicht immer nur der Druck von außen sein, der Unternehmen motiviert, mobilisiert, Innovationen anzugehen. Das kann und soll auch gefördert werden, was wir ein Innovationsökosystem nennen. Das heißt, Unternehmen verstehen mehr und mehr, dass es nicht ausreicht, nur im eigenen Unternehmen darüber nachzudenken, welche Innovationen können wir am Markt platzieren, sondern Unternehmen haben bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Kompetenzen, die aber nicht das ganze notwendige Spektrum abdecken. Deswegen ist es wichtig, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Das kann eine Hochschule sein, das kann aber auch ein Kunde sein, ein Lieferant sein, das kann auch ein Berater sein. Ich habe ihn bewusst nicht an erster Stelle genannt. Das kann auch eine IHK sein oder eine Außenhandelskammer, die dann den Kontakt wiederum zu ausländischen Partnern herstellt. Um diese Kooperation zum Erfolg zu führen, ist es ganz wichtig, dass das eigene Unternehmen versteht, was kann ich selber, was sind meine sogenannten Kernkompetenzen, was sind meine Fähigkeiten und was fehlt eigentlich in diesen Fähigkeiten,
um diese Innovation, die wir planen, erfolgreich zu realisieren. Und diese Fähigkeiten müssen dann von den Partnern kommen, zum Beispiel Marktkenntnis, zum Beispiel Technologiekenntnis. Und die Partnerschaften funktionieren nur dann gut, wenn Vertrauen da ist. Wenn ich zum ersten Mal eine Partnerschaft eingehe, empfehlen wir immer, sich sehr klar zu überlegen, wem gehört denn dann irgendwann mal dieses sogenannte geistige Eigentum? Wie wird das aufgeteilt, wenn es erfolgreich dieses Produkt oder diese Idee platziert wird? Um damit auch gar nicht erst in diese Situation zu kommen, man misstraut sich. Da funktioniert keine Partnerschaft. Und auch die Partner müssen sehr genau wissen, an welchem Problem arbeiten wir denn? Welche Lösung für die Kunden wollen wir denn anbieten? Um dann zu sagen, das ist unser Fokus, nicht mehr und nicht weniger. Abschließend sagte ich, eine zukunftsfähige Wirtschaft muss auch dieses Thema in der Gesellschaft akzeptieren, unterstützen. Nur was wir heute sehen, ist, dass eine gesellschaftliche Bindekraft an der einen oder anderen Stelle schon deutlich aufgelöst ist. Ja, wir haben zum einen die Fragmentierungskräfte wie Armut, auch in Deutschland. Wir haben Bildungsbarrieren. Wir haben das Thema der Intoleranz gegenüber dem anderen, dem Fremden und den Normen, die dort existieren. Ich habe mir überlegt, wie ich reagieren würde, wenn ich morgens vom Muezzin geweckt würde, hier in Deutschland, als Standard und nicht von Kirchenglocken. Das sind gesellschaftliche Normen, wo ich sage, haben wir hier die Bindekraft, dass wir sagen, wir sind eine offene Gesellschaft und können das tolerieren. Oder sagen wir, unsere christlich-abendländische Kultur ist dafür nicht offen. Ich möchte hier keine Antwort geben, aber nur zum Nachdenken anregen. Wir haben aber auch, unabhängig jetzt von konfessionellen Themen, den Verlust der traditionellen Familienstruktur. Ja, wir sprechen heute von Verantwortungsnetzwerken, dass Menschen eine Partnerschaft eingehen, um gemeinsam Verantwortung für andere zu übernehmen und nicht mehr die traditionelle Familie, ein Mann, eine Frau, ein Reihenhaus und ein Auto vor der Tür und zwei Kinder. Es ist die traditionelle Familie, die es heute fast kaum mehr gibt. Es sind aber auch die Fragmentierungskräfte wie der Zugang oder Nichtzugang zum Arbeitsmarkt und ganz abschließend der abnehmende Wertekonsens auch im Hinblick auf die soziale Verantwortung. Etikani hat vor 2 Jahren ungefähr eine Initiative gestartet, die nennt sich 361 Grad, wo wir uns sehr intensiv mit dem Thema Familie und Unternehmen beschäftigen. Jetzt können Sie sagen, was hat denn eine Beratungsgesellschaft damit zu tun? Die machen doch Restrukturierung und im schlimmsten Fall Innovationsmanagement. Wir sagen, wir müssen weiterdenken, weil die Familie ja auch die Wachstumspolitik Deutschlands beinhaltet. Die Väter und Mütter sind die gut ausgebildeten Arbeitskräfte. Und diese Väter und Mütter produzieren die Arbeitskräfte der Zukunft, wenn man es jetzt mal sehr technokratisch sehen will. Wenn wir dann auf der anderen Seite sehen, dass 30% der Führungskräfte in Deutschland die Familienfreundlichkeit von Unternehmen nicht als wichtiges Thema ansehen. In Polen sind das nur 19% und in Schweden gar nur 14% und in Großbritannien kaum 10%. So ein bisschen der Überblick, was macht denn eine zukunftsfähige Wirtschaft, worauf basiert die? Und jetzt die Frage, stehen wir vor einem drohenden Wettbewerbsverlust in Deutschland
oder gibt es da Zeichen der Hoffnung? Ich möchte an drei Beispielen die Situation in Deutschland aus Unternehmenssicht aufzeigen. Das eine ist die IT-Branche, das zweite die chemische Branche und das dritte die Frage Produktionsstärke, Produktionsstandort Deutschland. In der IT-Branche spielt Deutschland kaum eine Rolle. Wenn Sie sich hier angucken, das sind Unternehmen, immer die jeweils Top 10 in den verschiedenen Branchen, in den verschiedenen Bereichen der IT-Industrie. Sehen Sie kaum deutsche Unternehmen. Das mag man jetzt als Drama hinstellen. Man kann aber auch sagen, warum brauche ich immer die Top 10, wenn ich hunderte von agilen, von kreativen, kleinen Unternehmen habe, die Apps entwickeln, die Ideen entwickeln für E-Health, für mobile Kommunikation, für die Kommunikation, wie es so schön heute heißt, Machine to Machine. Ja, vielleicht ist diese Industrie gerade im Umbruch und wir fangen wieder an mit vielen Kleinen, die dann irgendwann zu Großen werden und vielleicht auch zu Großen fusioniert werden. Wichtig ist nur, dass wir verstehen, das ist eine Branche, die dürfen wir nicht vernachlässigen. Ich habe hier mal die Zahlen, wie affin, wie interessiert ist denn die ältere Generation in Bezug auf neue mobile Technologien. Und Sie sehen, heute ist 50% der über 80-Jährigen nutzen Mobiltelefon. Und immerhin noch fast 20% der über 80-Jährigen nutzt das Internet. Und so, immerhin kaufen fast 10% dieser über 80-Jährigen bereits online ein. Und das geht nach oben. Ja? Die, die in 10 Jahren 80 sind, die haben eine ganz andere Erziehung Nutzerverhalten inzwischen schon entwickelt. Das heißt, wir können nicht umhin, diesen Bereich aus wirtschaftlicher, aus Standortsicht sehr stark auf dem Radar zu haben. Der zweite Punkt, die chemische Industrie. Wir waren ja mal die Apotheke der Welt, das sind wir nicht mehr, auch wenn gestern der hessische Ministerpräsident gemeint hat, das sind wir immer noch. Ja, vieles kommt aus Deutschland noch, aber nicht mehr so wie vor 40 Jahren vielleicht. Aber wir waren auch und sind auch sehr stark in der chemischen Industrie. Wenn wir aber die Entwicklung über die letzten Jahre betrachten und die Zukunft uns angucken, dann wird der Anteil des Umsatzes in der chemischen Industrie in Europa deutlich nach unten gehen. Jetzt kann man sagen, wow und Panik. Wir wissen aber auch, dass viele deutsche Unternehmen sich bereits so global aufgestellt haben, dass diese Unternehmen überleben werden. Vorausgesetzt, sie beachten einige Grundregeln. Eine erste Grundregel ist, dass man auf den Kunden hört. Und wir haben mal analysiert, was wollen denn die Kunden der chemischen Industrie von ihren Lieferanten? Die wollen deutlich schnellere Innovationsprozesse. Das heißt, die chemische Industrie braucht viel zu lange, bis sie mit Innovationen die Kundenbedürfnisse deckt. Die Kunden der chemischen Industrie wollen auch mehr Exzellenz in den Prozessen. Das heißt, schnellere Lieferung, schnellere Produktion, schnellere Administration. Und, was nicht verwunderlich ist, die Kunden wollen auch einen stärkeren Fokus auf Ökologie und Nachhaltigkeit, auch soziale Nachhaltigkeit. Wir haben dann gefragt, was macht ihr denn, ihr chemischen Unternehmen? Und hier wurde deutlich, nur 37% der Unternehmen haben als Hauptfokus die Entwicklung von neuen Produkten. Und
Warum? Weil natürlich durch die wirtschaftliche Situation viele Budgets für die Entwicklung, für die Forschung gestrichen worden sind. Das heißt, es ist auch eine Frage der Ressource. Angesichts der Marktsituation, die zunehmend volatiler wird, das heißt zunehmend mal auf, mal ab und die Vorhersagbarkeit deutlich schwieriger wird. Viele Unternehmen sehen das als Bedrohung, so also nach dem Motto, wir wissen ja nicht, wann es wieder bergauf geht. Wir sehen nur, es geht gerade mal wieder ganz heftig bergab. Aber andere Unternehmen haben Techniken entwickelt, diese Volatilität besser vorauszusagen und entsprechend auch dann sich rechtzeitig für den nächsten Aufschwung vorzubereiten. Kundennähe ist also unerlässlich und deswegen glauben wir, dass die chemische Industrie, die sehr stark auch in Europa ist, auch sehr stark in Südamerika die Chance hat, in den Ländern außerhalb Europas ihre Position zu stärken, indem sie eben die Profitabilität in China steigert, die Integration in die Netzwerke in Japan forciert und gleichzeitig die Fragmentierung in den asiatischen Ländern begegnet. Es sind sehr viele sehr kleine Länder, wo es natürlich nicht sinnvoll ist, überall ein Werk à la Ludwigshafen hinzustellen. Das macht keinen Sinn. Und auch die öffentliche Förderung der heimischen Industrie sollte nicht vergessen werden, sodass man auch in den Ländern NAFTA versuchen kann, die Marktanteile zu stärken. Aber ganz wichtig ist die Verteidigung der europäischen Märkte, so nach dem Motto, lass keinen in den Heimatmarkt und global gesehen sehr stark auf Präsenz, globale Präsenz und Innovation zu setzen. Es gibt eine Reihe von Wachstumsfeldern, auf die die chemische Industrie setzen kann. Das beginnt mit alternativen Rohstoffen. Und eine sehr zukunftsorientierte Möglichkeit, Rohstoffe zu finden, werden in Zukunft die sogenannten Megacities sein. Wenn Sie sich vorstellen, in Asien entstehen innerhalb von 7 Jahren Millionen Städte, dann können Sie sich vorstellen, wie die aussehen, wenn sie mal 20, 30 Jahre alt sind, diese Städte. Da befinden sich unheimlich viele recyclingfähige Stoffe. Und deswegen spricht man heute schon von, in Englisch, Urban Mining, also Städte als Rohstoffminen zu verstehen. Die Umwelttechnologien, da muss ich, glaube ich, nicht im Detail eingehen, sind sicher auch zukunftsfähige Wachstumsfelder. Wir hatten dieses Jahr ein Chemieunternehmen als Best Innovator gekürt, das im Bereich der Papierverarbeitung tätig ist und diese traditionelle Papierverarbeitung jetzt, die Gewinne, die sie daraus noch erzielen, systematisch in ganz innovative, ökologische, nachhaltige Produkte überführen. Dieser Shift nach Asien kann man auch ganz konkret an einem Beispiel von Nutzfahrzeugen, also LKWs, Busse und sowas darstellen. Und Sie sehen, auf der einen Seite ist die Wachstumsrate in diesen Märkten und in den Zahlen, in den Kreisen finden Sie dann die Stückzahl in Millionen. Und Sie sehen, wie China wächst. China wächst, 2000 war das noch ein ziemlich kleiner Anteil an Nutzfahrzeugen, der aus China kam, ein richtiger Wachstumsschub dann 2010 und in 2020 werden wahrscheinlich 10 Millionen Nutzfahrzeuge, und das ist konservativ geschätzt, aus China kommen. China möchte in absehbarer Zeit 1 Million Roboter in der Welt etablieren. Roboter einer bestimmten Kategorie, davon gibt es heute 100.000.
Da sieht man, mit welcher Power, mit welcher Macht auch China auf den Weltmarkt drängt. Ich hatte selber vor 2 Jahren die Gelegenheit, ein großes Chemiewerk in China anzugucken. Also da ist Ludwigshafen durchaus eine nette Stadt. Und diese Anlage haben die in einem Tag hochgefahren. Das heißt, alle Prozesse in diesem Riesenwerk in einem Tag durchgetestet. Und ich habe dann gefragt, wie ist das machbar? Und dann sagte mir der Begleiter, ein Deutscher, der ein Chemiewerk in China leitet, sagte das ganz einfach. Wenn da Personal fehlt, dann holt man es halt. Ja, wir können das nicht. Wir können nicht mal eben 5000 Leute dahin schicken und sagen, macht mal. Und die schiere Menge, die schiere Anzahl der Menschen, das ist natürlich was, womit wir nicht dienen können. Diesen Shift nach Asien, ja, das heißt, wir können nicht sagen, wir gucken da nicht hin, wir lassen das alles außen vor und das ist alles nur Bedrohung für uns als Standort Deutschland, sondern wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass eine zukunftsfähige deutsche Wirtschaft die Chancen international nutzen muss. Und das geht auch. Ne? Wir haben die Verschiebung der Absatzmärkte, wir haben nach wie vor die Unterschiede in den sogenannten Faktorkosten. Ja? Energie ist für die chemische Industrie der zweitwichtigste Kostenfaktor, wenn man sich das mal überlegt. Was das bedeutet, wenn der Kilowattpreis um 1 Cent, 2 Cent nach oben oder unten geht, was das für die Produktion in der Chemie bedeutet. Wir haben aber auch die Weiterentwicklung wichtiger Zulieferindustrien in den BRIC-Ländern, also Brasilien, Russland, Indien und China. Wir haben auch gleichzeitig die Konsolidierung von Industrien mit den globalen Champions, mit den führenden Unternehmen. Und wie gesagt, die sinkende Verfügbarkeit der Fachkräfte, sodass dieser Trend nach Osten und wie wir merken, auch in den nächsten Jahren sicher auch wieder der Trend nach Westen zunehmen wird. Welche Chancen haben wir als Produktionsstandort? Ja? Wir müssen auf der einen Seite beachten, wie stark sind die lokal spezifischen Anforderungen. Ja, kann ich mein Waschmittel, was ich hier in Deutschland verkaufe, funktioniert das genauso mit den Waschverhalten in Indien oder in China? Dazu nur ein kleines Beispiel. Es gibt einen Hersteller von Waschmaschinen, die hatten irgendwann permanent Reklamationen aus einer bestimmten Region. Es war kein europäischer Waschmaschinenhersteller. Und dann haben sie irgendwann mal gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, warum die da immer reklamieren. Dann ist der Techniker da hingefahren und hat festgestellt, dass die Waschmaschine durchaus zum Waschen eingesetzt wird, aber nicht nur zum Waschen von Wäsche, sondern auch zum Waschen von Gemüse, was natürlich dazu geführt hat, dass immer die Schläuche verstopft waren und damit die Pumpe nicht mehr geschafft hat, das Wasser abzupumpen. So, was würde jetzt wahrscheinlich ein amerikanischer Waschmaschinenhersteller machen? Er würde ein Etikett draufkleben und sagen, dies ist nur für Wäsche gedacht und jegliche weitere Haftung wird ausgeschlossen. Die Deutschen würden sagen, Achtung nur für Wäsche. Und der Hersteller hat gesagt, dann machen wir halt den Schlauch dicker. Ganz einfach. Somit konnte man die Waschmaschine eben als multifunktionale Waschmaschine einsetzen. Was ich damit sagen wollte ist, es ist wichtig zu verstehen, was ist denn die Anforderung in den verschiedenen Märkten und wie komplex ist die?
Und auf der anderen Seite die Frage, wie ausgereift ist mein Produkt? Wie viele Änderungen will ich da noch machen? Oder kann ich sagen, so, jetzt ist die Waschmaschine mit dem dicken Schlauch und jetzt geht die eben zum Wäschewaschen, zum Kartoffelnwaschen und auch zum Erbsenspülen. So, das sind die zwei wichtigen Faktoren, um zu entscheiden, wo produziere ich und wie produziere ich. In vielen Fällen wird in Deutschland wahrscheinlich das sogenannte Leitwerk entstehen. Das heißt, das Werk, was die Produktionstechnik weiterentwickelt und damit eben auch die anspruchsvollen Arbeitsplätze in Deutschland durchaus Zukunft haben. Man muss aber gleichzeitig sagen, ich habe vielleicht in China, in Indien einen Produktionsstandort, der jetzt ganz einfache Dinge produziert, wo man sagt, da geht es mehr auf die Frage, können wir Kosten senken, können wir auch Energiekosten sparen, können wir Logistikkosten sparen. Und dazwischen gibt es das regionale Leitwerk und die Serverfabrik. Regionales Leitwerk, wenn ich eben spezifische Technologien für regionale Märkte entwickeln muss, und das Server, wo bestimmte Zulieferungen für die anderen Werke dann erfolgen. Damit haben wir in Deutschland durchaus Gestaltungsmöglichkeiten. Also einmal die Marktkomplexität und Produktreife zu nutzen und zu sagen, die Industrialisierung neuer Produkte in der Nähe der Innovationszentren durchzuführen. Wir haben die Möglichkeit der Gestaltung durch die Faktor- und Transportkosten, dass wir sagen, solange die Logistikkosten noch vergleichsweise niedrig sind, können wir auch in Deutschland für bestimmte ausländische Märkte produzieren. Wenn aber die Energiekosten weiter hochgehen, wird es sich nicht mehr lohnen. Und wir haben die Gestaltungsmöglichkeit über die kritischen Technologien und Skaleneffekte, dass wir sagen, wir als, ich sage jetzt mal, das Gehirn der Produktionstechnologie in Deutschland werden dann diese Technologien weiterentwickeln und damit auch eine Kernkompetenz in Deutschland halten. Sodass man aber auch dann wissen muss, dass die Beschaffungsmärkte weiterhin globalisiert werden. Und da kann sicher auch die Grundstoffindustrie und kleinere Industrien nochmal ganz wichtig werden. Für die Produktionsnetzwerke heißt das aus Sicht Deutschlands, wir haben heute viele sogenannte nationale Player, die arbeiten für den Heimatmarkt, die Wertschöpfung ist komplett in Deutschland und das sind viele Unternehmen in der Energiebranche, aber auch natürlich viele kleine KMUs. Dann gibt es die Exportunternehmen, die sich an Exportmärkte in gewissem Weise anpassen, Vertrieb in den Schwellenländern haben und meistens sind es Maschinenbau, Mittelständler, Pharmaunternehmen. Und dann gibt es die Unternehmen, die schon deutlich globaler unterwegs sind mit Produktion und Einkauf in Schwellenländern zum Beispiel, wie die Automobilindustrie. Und in Zukunft sehen wir dann diese Unternehmen, die spezifische Produkte für neue globale Marktsegmente entwickeln und eine sehr komplexe Wertschöpfung dann auch haben. So viel zu den Beispielen von Bausteinen. Was machen jetzt innovative Unternehmen als Hoffnungsträger? Wer kann denn eine Definition zur Innovation geben? Ich mach's einfach. Bitte. Einführung neuer Produkte, ja. Und das ist ganz wichtig, dieses Einführen. Ne? Es ist nicht die Idee, die eine Innovation ausmacht, sondern wir definieren Innovation als eine erfolgreich kommerzialisierte Idee. Ja, der Punkt ist, wenn ich eine Idee habe und vielleicht auch schon mal eine Technologie entwickelt habe, die Technologie per se ist keine Innovation.
damit verdiene ich noch kein Geld. Wenn ich mit der Technologie etwas mache, damit ich ein Problem eines Kunden löse und der dann auch was dafür bezahlt, dann ist es eine Innovation. Und wir sprechen nicht nur von Produktinnovation, wir sagen, es gibt auch Innovationen im Bereich der Dienstleistungen, es gibt Innovationen im Bereich der Prozesse. Ja, wenn ich in der Chemie bestimmte Verfahren überspringen kann oder kombinieren kann, dann ist das auch schon eine Innovation in vielen Fällen, weil ich damit Geld spare, ja, damit erfolgreich kommerzialisiert. Es gibt die Innovation der Geschäftsmodelle. So, das heißt, wir haben verschiedene Typen der Innovation. Wir haben aber auch die Frage, was treibt denn die Innovation? Ist es eine Technologie? Ist es eine Kundenanforderung? Ist es die Markt- und Wettbewerbsdynamik, die mich zwingt, immer wieder mit neuen Dingen zu kommen? Denken Sie an den Joghurt, jede Woche eine neue Geschmacksrichtung. Oder ist es der Ehrgeiz des Unternehmens? Wenn Sie 3M sich vorstellen, 3M sagt, wir wollen mindestens, ich weiß nicht, ob Sie jetzt 50% oder schon 90% sagen, unsere Produkte verkaufen, die jünger als 3 Jahre sind. Das heißt, die denken gar nicht so sehr drüber nach, wie will ich Geld verdienen, sondern das ist ein Prinzip bei denen. Weil sie sagen, damit können wir Geld verdienen, das wissen wir. Und deswegen auch sehr ambitioniert und eine Kultur, eine Innovationskultur, die eben diesen Ehrgeiz auch trägt. Ich hatte schon erwähnt die Frage, wie radikal muss die Innovation sein? Muss es immer eine Weltneuheit sein oder können es kleine, inkrementelle Innovationen sein? Und der Zweck der Innovation. Unternehmen wird natürlich immer unterstellt, die wollen Gewinn maximieren. Wir hatten im Mai den Improve Award in der Türkei verliehen an ein ungarisches Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen, und haben dann gefragt, warum ist der Award für Sie wichtig? Und dann sagt er, wir können damit unseren jungen, gut ausgebildeten Arbeitskräften zeigen, wir haben Zukunft auch für Sie als Mitarbeiter. Es ist also nicht immer nur die Gewinnmaximierung. Wenn wir über Innovationen als Berater mit unseren Unternehmen diskutieren, dann nehmen wir immer dieses sogenannte House of Innovation als Strukturelement. Dass wir sagen, wenn ich regelmäßig Innovationen erfolgreich am Markt platzieren möchte, muss ich als Unternehmen wissen, in welchen Bereichen will ich eigentlich mit meinen Innovationen erfolgreich sein. Das heißt, will ich als Chemieunternehmen demnächst flexibles Glas anbieten? Oder will ich als Chemieunternehmen demnächst die Grundstoffe für die nächste Pille gegen Alzheimer entwickeln? Das sind unterschiedliche Themenfelder. Und da muss ich mich entscheiden, wo will ich meinen Fokus setzen. Wenn ich diese Innovationsstrategie definiert habe, damit ich sagen kann, womit verdiene ich mein Geld in 3 bis 5 Jahren, dann muss ich auch die Leute haben, die Kultur haben, die diese Ziele dann auch in Taten umsetzen. Und diese Ziele in Taten umsetzen heißt, ich brauche den sogenannten Innovationsprozess. Ganz viele Ideen, die ich ganz schnell bewerte, um sie dann in die Entwicklung zu packen und erfolgreich am Markt zu platzieren. Und es ist auch wichtig zu wissen, habe ich ein Personalmanagement, was mir kreative, offene Mitarbeiter sucht, oder ist meine Personalabteilung immer noch drauf getrimmt, möglichst billig, möglichst angepasste Mitarbeiter zu finden. Das prägt dann auch eine Kultur. Aber auch die Frage, ist der Controller auf Innovation getrimmt?
Jeder Controller kann ein Innovationsprojekt totrechnen, kann es kaputt machen. Ganz einfach. Wenn der Controller aber weiß, wir haben Wachstumsziele und dieses Wachstum kriege ich nicht mit meinen alten Produkten, die wir schon seit 10 Jahren am Markt haben, dann wird er auch verstehen, dass ein gewisses Risiko in solchen Innovationsprojekten drinsteckt. Nur dieses Risiko kann nicht so groß werden, dass es die Gefährdung des gesamten Unternehmens bedeutet. Da fängt dann die Rolle des Controllers an, als Co-Pilot den Flug, den Weg des Unternehmens mitzugestalten und mitzusteuern. Damit am Ende auch ein Innovationsergebnis rauskommt, und wir sagen als Innovationsergebnis, wenn wir bei den KMUs, kleinen und mittleren Unternehmen, den Innovationserfolg messen, dann sagen wir Wachstum aus Innovation beim Gewinn, Wachstum aus Innovation beim Umsatz und Wachstum aus Innovation bei Anzahl der Mitarbeiter. Damit auch die Komponente der Größe. Wenn nämlich ein Unternehmen nichts tut, wird das Geschäft nach unten gehen. Viele Unternehmen tun aber was. Das heißt, sie versuchen zumindest, das Geschäftsniveau einigermaßen zu halten. Aber sie planen auch das ein oder andere Innovationsprojekt, um zu wachsen. Und nicht alle Projekte werden erfolgreich zu Ende geführt. Das heißt, ich muss mehr in meiner Pipeline haben, damit ich dieses Risiko auch abfedern kann und das geplante Wachstum auch dann erreichen kann. Was wir versucht haben, mal rauszufinden, ist, was prägt eigentlich eine Innovationskultur? Ja, woran kann ich die messen? Woran kann ich die festmachen? Und Sie sehen hier, da ist natürlich ganz wichtig, haben die Mitarbeiter überhaupt Interesse an Innovation? Oder sagen die, so wie gestern jemand mir gesagt hat, wissen Sie, Frau Dietrichs, ich habe den Job nicht gekriegt, den ich haben wollte als Abteilungsleiter, jetzt mache ich halt meinen Urlaub und dann bin ich auch nicht erreichbar. Das ist eine Frage der Motivation. Also ich würde jetzt gar nicht dem Mitarbeiter sagen, der ist blöd oder doof, sondern es ist die Frage, habe ich diesen Mitarbeiter durch eine Entscheidung für eine Personalbesetzung demotiviert? Was kann ich tun, um ihn wieder in die Motivationsphase zu bringen? Es ist auch die Frage, wie reagieren Mitarbeiter, wenn etwas Neues auf sie zukommt? Wenn plötzlich jemand dem Vertriebsmitarbeiter sagt, du musst jetzt in Polen unsere Produkte verkaufen und er kann kein Polnisch, sagt er, wenn ich das machen muss, kündige ich. Ja? Oder habe ich die Möglichkeit als Unternehmen, den Mitarbeiter darauf vorzubereiten, zu sagen, pass auf, wir haben uns das überlegt, das ist eine Karrierechance für dich, wir finanzieren natürlich den Sprachkurs und wir wollen, dass du als Tandem mit einem Partner vor Ort das Wissen transferierst. Aber auch die Frage, kriege ich die Mitarbeiter dazu, mal über ihren eigenen engen Horizont, ihren eigenen engen Arbeitsbereich hinauszudenken. Das kann ich natürlich nicht, wenn ich meine eigene Unternehmensstrategie unter Verschluss halte. Wenn ich denen gar nicht erzähle, wo will das Unternehmen in 5, in 10 Jahren sein? Wie sollen die da aus ihren eigenen Strukturen rauskommen und Visionen mittragen? Aber es ist nicht nur die Führungskompetenz in Unternehmen, die gefordert ist, aber auch der Mitarbeiter selber. Wenn er eine Idee hat, hat er dann das Durchhaltevermögen, gerade auch in großen Organisationen, diese Idee zu predigen, Kollegen zu mobilisieren, zu sagen, findest du das nicht auch gut und das würde uns die und die Erleichterung bringen. Sodass die Mitarbeiter dann auch sehen, wenn ich mit meinen Ideen einen Beitrag zum Unternehmenserfolg leiste, heißt das auch, mein Job ist sicherer. Und Sie sehen,
Da gibt es durchaus Unterschiede, wo diese Innovationskultur ausgeprägter ist, ist auch das Wachstum an Mitarbeiterzahl höher. Und es wird kaum Unternehmen geben, die gezielt Mitarbeiter einstellen, aber gleichzeitig die vorhandene Mannschaft rausschmeißen. Das heißt, wenn ich als Mitarbeiter hier meinen Beitrag leiste, dann ist auch mein eigener Job sicherer. Aber natürlich ist es auch die Sache der Führungskräfte. Ja, je mehr die Führungskräfte sich mit Innovation auseinandersetzen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Innovationsprojekte auch erfolgreich sind. Und Sie sehen hier, da gibt es eklatante Unterschiede bei Produktinnovation, Prozessinnovation, Serviceinnovation und so weiter. Insgesamt sehen wir, wenn der Innovationsprozess klar strukturiert ist, dass dann das Mitarbeiterwachstum bei fast 18% im Durchschnitt liegt, während bei den Unternehmen, wo es eine geringe Formalisierung gibt, nur 12% Wachstum da waren. Wenn ich jetzt als Mitarbeiter sage, warum müssen wir jetzt den Prozess so machen und können nicht mal flexibler sein, das könnte auch was mit Effizienz zu tun haben. Also da mal ein bisschen offen zu sein, zu sagen, ja, dann probieren wir es mal aus in der Form. Wichtiger Erfolgsfaktor für innovative Unternehmen sind die Mitarbeiter, sind qualifizierte Nachwuchskräfte. Und ich sagte, wir haben ein Programm gestartet, das nennt sich Improve for Students. Improve deswegen, weil es ein EU-Projekt gibt, das nennt sich Improve, Verbesserung von Innovationsmanagement bei kleinen und mittleren Unternehmen, das Etipani unter in Zusammenarbeit mit Fraunhofer und 8 anderen europäischen Partnern entwickelt hat. Das ist eine Bewertung des Innovationsmanagements für kleine und mittlere Unternehmen. Diesen Ansatz stellen wir Studierenden im Masterstudiengang vor, mit der Möglichkeit, dieses Assessment, diese Bewertung in kleinen und mittleren Unternehmen durchzuführen. Und damit praktische Erfahrung zu sammeln, einmal im Gespräch mit dem Unternehmen, in der Regel ist es das Management, aber auch praktische Erfahrung zu sammeln, wenn ich ein Innovationsmanagement bewertet habe und solche Vergleichszahlen, wie ich sie gerade präsentiert habe, sehe, was kann ich denn dann dem Unternehmen empfehlen, damit es innovativer, wachstumsstärker wird? Und Und Studierenden haben die Möglichkeit, einen 100-seitigen Bewertungsbericht auszuwerten und dann dem Unternehmen Empfehlungen auszusprechen. Das Ganze im Rahmen eines Seminars, für das die Studierenden dann auch ihre Credits kriegen, wie es heute so schön heißt, und damit selber einen Studiennachweis bringen, gleichzeitig praktische Erfahrung haben, zum dritten KMUs kennenlernen und nicht nur eine theoretische Übung machen, sondern tatsächlich einen Mehrwert den kleinen und mittleren Unternehmen leisten. Einer der Studierenden aus Aachen sagte, der Eigentümer des KMU, mit dem wir arbeiten, sagte, das hat ja einen Wert von 10.000 Euro mindestens, was ihr hier macht. Wenn wir dieselben Analysen machen müssten, in derselben Detailgenauigkeit, wäre das mindestens das an Geld wert. Und interessanterweise sind die Studierenden sehr vorsichtig, kommen nicht mit akademischen, theoretischen Modellen, sondern mit sehr praktischen Empfehlungen, dass sie sagen, wir wollen ja, dass es umgesetzt wird. Und wir wollen auch gerne helfen bei der Umsetzung. Was wir noch sehr stark propagieren, ist eben gerade für die produzierenden Unternehmen in Deutschland nicht nur an Produktinnovation zu denken, sondern auch an die Möglichkeiten des Gewinns, des Umsatz, der Umsatzsteigerung aus Serviceinnovation, Geschäftsmodellinnovation, Prozessinnovation. Und Sie sehen, in manchen Industrien ist der Anteil
aus Nicht-Produktinnovation fast 50%. Und wenn ein Unternehmen sich nur auf Produktinnovation fokussiert, dann entgeht ihm einiges an Wettbewerbschancen. Dass es sich lohnt, sieht man hier einerseits für die großen Unternehmen. Das ist der Vergleich der DAX-Kurve mit der Entwicklung der Gewinner des Best Innovator-Wettbewerbs, die im DAX gelistet sind. Und da sieht man, natürlich haben die auch in der Krise gelitten, aber auf einem höheren, deutlich höheren Niveau. Und es lohnt sich auch für die kleinen Unternehmen. Wir haben mal verglichen, wie das Wachstum bei unseren sogenannten Wachstumschampion ist. Und da sehen Sie im Vergleich zum Durchschnitt, das ist zum Teil Faktor 5 und 6. Also es lohnt sich wirklich. Das heißt, abschließend, für eine zukunftsfähige Wirtschaft in Deutschland sind wichtige Voraussetzungen gegeben, denke ich. Und es liegt an uns, was wir daraus machen. Wir können nicht immer nur sagen, ja, die Unternehmer müssen oder die Politik, die Wirtschaft. Wir haben so viel selber eigenen Gestaltungsspielraum, den wir meistens nur zu 10% nutzen. Ich danke und freue mich auf die Diskussion.